20 Jahre sind eine lange Zeit, in der viel passiert und sich vieles verändert. Eines ist aber gleich geblieben, und zwar die Leidenschaft zur Musik von Wolfgang Frank. Seit 20 Jahren begeistert er sein Publikum mit seiner unglaublichen Stimme, seiner Gitarre und vor allem mit seiner charmanten Art, die er nicht nur auf der Bühne an den Tag legt. Im Sonnenbergsaal in Nützeders wurde der Geburtstag gebührend gefeiert. Vor ausverkauftem Haus begab sich Wolfgang Frank gemeinsam mit dem Publikum auf eine Zeitreise. Vor dem offiziellen Einlass hatten einige VIPs die Möglichkeit, einen ersten Vorgeschmack auf das Programm zu bekommen. Bereits hier wurde klar, dass das ein unvergesslicher Abend für alle Beteiligten wird. Bei feinen Speisen und Getränken ließen es sich die Gäste gut gehen. Mal vor 10 Jahren habe ich ihn einmal in Lech Spieler gehört und habe mir gedacht, ah ja, der hat es ganz gut drauf, dann haben sich die Wege erklärt, sind so auseinandergegangen, und dann habe ich vor ein paar Jahren zu Petra, seine Managerin und gute Seele, kennengelernt, und seitdem ist eigentlich auch eine tolle Freundschaft entstanden und bin eigentlich auch immer zu ihrer Gala und auch wie heute eingeladen. Schauen wir natürlich dann auch immer genau der Auftritt von Wolfgang an, und muss sagen, er wird jedes Jahr immer noch besser und noch besser. Spannend zu beobachten war, dass fast alle Besucher eine Geschichte über die letzten 20 Jahre Wolfgang Frank zu erzählen hatten und sich auch enge Freundschaften entwickelt haben. Dem Hauptakteur des Abends war vor dem eigentlichen Konzert sichtlich anzumerken, dass es kein normaler Auftritt werden wird. Es ist total was anderes. Ich bin heute ein bisschen nervös, das ist ganz klar, weil es ist ein besonderer Tag und es sind sehr besondere Gäste hier. Vor allem Gäste, die mich schon 20 Jahre kennen, oder Fans. Und die erwarten natürlich immer den Wolfi mit Vollpower. Und ich möchte immer was Neues bringen und möchte sie immer zufriedenstellen und glücklich machen. Und ich bin, sag mal, vor und bei jedem Auftritt nervös. Aber heute ist schon was anderes und ich genieße es sehr. Die Spannung stieg, das Licht wurde dunkler und auf der Bühne wurden Bilder der letzten 20 Jahre gezeigt, bis Wolfgang Frank dann die Bühne betrat. Bereits vom ersten Ton an zog er das Publikum in seinen Bann. Das traumhafte Bühnenbild und die Beleuchtung von Peter Lein unterstrichen die musikalische Darbietung perfekt, und die Gäste applaudierten, sangen mit und ließen sich verzaubern. Das erste Highlight war dann ein Song von Kris Kristofferson, Me and Bobby McGee. Wolfgang Frank und Nika, die einzige Dame auf der Bühne, zeigten, was sie können. Prädikat absolut großartig. Hey Bobby, baby, I kept me from the pool. One day you need to lean his love more. I let them slip away. He's looking for that home. And I hope he finds it. But I'll trade all my tomorrows for one single yesterday. To be holding Bobby's body next to mine. Zwischen den einzelnen Songs erzählte Wolfgang Frank immer wieder kurze Geschichten aus seinem Leben, unter anderem auch über die Liebe zur Gospelmusik und seine Bewunderung der Sänger und Sängerinnen. Dieses Stichwort nutzte er, um seinen Gesangscoach Sam auf die Bühne zu bitten. Sie gab dann gemeinsam mit Wolfgang Frank Amazing Grace zum Besten. Dem gesamten Publikum zog es eine Gänsehaut auf, und die Einlage wurde mit Standing Ovations belohnt. Also ich finde es sehr, sehr toll, wie der Wolfgang halt mit seiner Stimme besser spielt. Er kann viel, viel mehr kontrollieren. Er ist sehr ehrgeizig und will, und das hört man. Und sein Charakter und sein Gefühl kommt gut zum Tragen. Und es ist immer 50% Technik, sage ich mal, und 50% ist halt Feeling. Und das vereint der Wolfgang sehr, sehr gut. Und ich bin sehr stolz auf ihn, wie sich das entwickelt hat, auf jeden Fall.
sehr interessiert, wissensdurstig und er zieht sich das regelrecht rein, will auch viel wissen, will es genau wissen und das ist sehr sympathisch, weil es geht halt wirklich ums höchste Instrument und das trägt Mann, Frau in sich drin und um das zu entfalten, braucht es halt auch das Wissen, was eigentlich genau passiert und das ist eine Bereicherung, mit ihm zu arbeiten, auf jeden Fall. Eine Überraschung für den Jubilar war ebenfalls mit dabei. Joe Fritsche von Stunde des Herzens bedankte sich auf der Bühne bei Wolfgang Frank für die jahrelange Unterstützung und überreichte ihm einen Award der Menschlichkeit. In diesem Zuge holte Wolfgang Frank dann auch eine Dame auf die Bühne, die für den Erfolg sicherlich mit verantwortlich ist, seine Managerin Petra Matt. Sie zeigte sich auch verantwortlich für das Wolfgang Frank Magazin, welches ebenfalls am Abend erhältlich war. In diesem Rahmen habe ich es noch nie so erlebt, aber ich bin überwältigt. Ich habe mich gerade heute Abend bereit erklärt, die nächsten 10 oder 15 Flüge zu sponsern, nachdem ich auch noch in der Fliegerei tätig bin. Ist das natürlich mir ebenfalls ein Riesenanliegen, auch hier den Kindern etwas Gutes zu tun. Ja, und der Wolfi dann eher so schön singen gehört, als wäre heute. Dadurch, dass der Wolfi auch bei uns bei der Modeschau gespielt hat, sind wir auch so ein bisschen zusammengekommen. Und von früherer Zeit kenne ich natürlich den Wolfi auch. Aufgrund von der Schwimmkürzel, die wir gemacht haben, ist eh weltbekannt. Und darum bin ich auch heute da. Die Besucher im Sonnenbergsaal in Nützeders waren allesamt begeistert und feierten den Jubilar. Wolfgang Frank zeigte, dass er auch nach 20 Jahren immer noch mit viel Energie und Können das Publikum in seinen Bann zieht. Und man darf sich bereits jetzt auf die nächsten 20 Jahre Wolfgang Frank freuen. Diese Kinder der Sonne,